Moin Leute, hier zurück bei Mortal Kombat XL mit Kapitel 7. Wir legen direkt los. Und wir spielen Takeshi Takeda. Ja, cool. Vor 5 Jahren, okay. Finde ich ganz cool bei Mortal Kombat eigentlich, dass man Zeitversätze gibt. Also mal 25 Jahre vorher, mal 5 Jahre vorher. Das finde ich schon ganz nett. Vater, oder? Oder nicht, oder? Gib auf! Gut gemacht. Du bist jetzt Chojin. Welch Ehre, Meister Asashi. Ah nee, doch nicht, oder? Hm? Jetzt, wo ich Chojin bin, wie soll ich dem Clan dienen? Deine Zukunft liegt nicht bei den Shirai Ryu. Aber der Clan ist meine Familie. Als ich dich aufnahm, versprach ich deinem Vater... Ich habe keinen Vater. Doch, das hast du. Einen, der stolz auf dich ist. Ein Chojin in Rekordzeit. Ihr wusstet, dass er kommt? Und hat nichts gesagt? Ich wusste, dass du so reagieren würdest, ja. Takeda, dein Vater ist nicht dein Feind. Das ist der Vater, okay. Ups. 10 Jahre. Keine Besuche, nichts. Du hast mich verlassen. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war 8. Meine Mutter war gerade gestorben. Jetzt kommst du zurück? Glaubst du, kannst die Rolle füllen als stolzer Vater? Sohn, ich... Zur Hölle mit dir! Ich bin nicht dein Sohn! Ey, Vater-Sohn-Fight. Wo das denn? Takeda ist ein Arm. Aber da tut sich vielleicht ganz gut Mut drauf. Cool. Was? War ja gar nicht. Ich hab, so kann ich meine Ulti nie machen. Da ist Ulti. Boah, du. Okay, erstmal gewonnen. Das ist ein schönes Kämpfchen hier. Das Ding, ey, schon mal rauskommt. Was geht hier ab? Aua. Sehr geil. Okay, er hat mein Vater geworden mal jetzt. Okay, Ausgleich. Ich muss irgendwie noch hinkriegen jetzt hier. Ich muss gewinnen, win. Nicht in die Ecke drängen, mal. Nein, mein Vater hat mich besiegt. Oh nein. Und nochmal, Leute. Nein, Kampf wird nicht übersprungen. Das geht ja gar nicht. Ich bin nicht dein Sohn. Okay. Achso, das wäre egal gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Okay, dann wäre es weitergegangen. Nein, aber ich will gewinnen. Vielleicht kann ich auch gar nicht gewinnen. Yeah.
Ah, nicht schlecht, oder? Du wärst etwas schneller. Der gefällt mir. Wieso kann ich meine Ulti ab und zu nicht einsetzen? Ich weiß nicht, was los ist hier. Guck mal. Oh, scheiße. Zack. Sieg. So geht's, Leute. Steh auf. Ich will dich nochmal niederschlagen. Takeda, halt! Kenshi hat dich nicht verlassen. Er hat dich hergebracht, um dich zu schützen. Schützen wovor denn? Vor jenen, die deine Mutter ermordeten. Sie! Sie starb bei einem Unfall. Diese Version sollte Meister Hasashi dir erzählen. Aber in Wahrheit wurde deine Mutter von Attentätern der Roten Drachen getötet. Ich war das Ziel. Su-Chin war das Opfer. Du Mistkerl! Es war deine Schuld! Dein Vater hat sein Leben dem Kampf gegen Monster wie die Roten Drachen gewidmet. Sie sind es, die keine Ehre haben. Du hättest die Wahrheit nicht verbergen sollen. Du hättest die Mörder deiner Mutter unvorbereitet aufgesucht. Ich konnte das nicht riskieren. Meister Hasashi hat dein Können im Kampf perfektioniert. Es ist Zeit, dein Training abzuschließen. Wie hast du das gemacht? Wir sind Telepathen. Eine Familiengabe. Ich kann Gedanken lesen? Wir werden den vollen Umfang deiner Fähigkeit herausfinden. Und dann werden wir die roten Drachen jagen. Gemeinsam. Oh yeah. Das ist Devoras Werk. Sehe ich auch so. Nur sie kann solche Wunden verursachen. Diese Devora steckt voller Überraschung. Es bleibt die Frage, ob sie mit jemandem zusammenarbeitet. Was ist? Mist, er hat uns entdeckt. Okay, Leute, Diamantformation. Takeda, du bist vorn. Jackie, du kommst nach. Kung Jin, Luftsicherung. Geht klar. Die Erdenreichler. Devora hat sie befreit. Ja, eigentlich. Die Diamantformation. Hä? Anata Gasu! Genau. Was? Der cheatet. Ich hab gerade gepennt. Hab ich gerade gekratzt. Was ist los? Sag mal, schon konzentriert bei mir. Fokus. Telepathische Kräfte. Jetzt geht's richtig los. Endlich. Guck mal, hauen hier. Auch coole wieder Map. Im Hintergrund alles schön. Nicht schlecht. Alles grün. Oder so? Boah, krass. Kann ich meine Ulti nicht einsetzen? Verstehe das nicht. Ah, Hinrunde gewonnen. Wieso kann ich meine Ulti nicht einsetzen? Ich schaff das gar nicht. Ach, ich muss nur Luft sein, deswegen.
Cooler Move. Cooler Move. Alter, was macht er für seinen Move, ey? Das ist gar nicht so schlecht. So, das war's jetzt. Sauber. Einer weniger, noch zwei. Yeah, so, haben wir freigeschaltet. Freischalten, ganz nah. Okay, erreiche eine persönliche EP-Stufe von 10. Neuer Anfang, okay. Wenn wir zurückkommen, bringst du mir das bei. Abgemacht. Geh und hilf mit Ermac. Ich mach das. Du glaubst, du schaffst mich allein? Du bist entweder mutig oder ein Narr. Nö, ich hau dich jetzt kaputt. Oh. Ah, wollte ich gerade schnappen. Wow. Ja, ich hab... Oh, krass. Ich glaube, in der nächsten Runde werde ich jetzt verlieren. Ja, Aaron Black hat gewonnen. Oh mein Gott. Egal. Alter, das ist nicht besseres als eine Knarre. Wow, das Zusehen. Jo, schmeiß mal ins Gesicht. Das Glück ist eine Farbe. Alter, was macht er da mit mir? Oh, Alter. Was? Zu wenig, zu spät. Boah, gerade so, ey. Huhu, der ist ein starker Blick. Alter, gefällt mir dieser Kisch. Oh, lach mal. So, endlich meine Ulti gekriegt. Wollen wir es nochmal versuchen? Nein! Lass mich in Ruhe! Nein, nicht schon mal nicht ins Gesicht. Ich krieg gar nichts hin. Ich drück wie blöd hier auf den Köpfen rum. Ich komm grad nicht mehr raus aus seinen Schlägen. Alter, dann mach mich fertig. Ich glaub's nicht, jetzt macht er mich auch noch fertig. Jetzt nur einen Vorsprung gehabt, jetzt macht er mich fertig. Ey. Oh, bitte, ey. Ja, toll. Kampf überspringen gibt's nicht. Wieso kann man den Kampf überspringen? Was ist das denn für blöd? Du bist entweder mutig oder ein Narr. Da. Hier kann ich reden, bin sauer. Konzentrieren muss ich mich auch. Er holt mich jetzt hier aus meiner Dings raus, aus meinem Tritt. Zu wenig, zu spät. Oh, scheiße. Oh, nicht schon wieder, diese Kack da mit dem Messer da. Los, gib um. Meine Güte. Was? Wieso geht's nicht weiter? Okay.
Au, nein. Ich bin einfach zu schnell. So, Feierabend. Geht doch hier, Jungs. Das geht doch hier. Takeshi. Mutig oder ein Narr? Ich lebe noch. Mal sehen, was ich hier lernen kann. So viele Seelen. Alle gefangen. Wir existieren, um zu dienen, gebunden durch die Magie Shao Kahns. Das Chaos. Die Stimmen. Wir sind viele. Du nur einer. Deine Fähigkeiten verlassen gegen unsere. Okay, wollen wir mal gucken. Soll ich mal ein paar Seelen aus dem Rausch schlagen, ne? Oh, der ist wirklich ziemlich stark. Oh, ja. Ja. Alter, mach mich richtig fertig hier. Keine Chance. Boah. Das ist eine Reichweite. Okay. Das ist ziemlich blöd. Aber gut. Aufgeben gibt's nicht. Never surrender. Never give up. Der ist ziemlich gut. Na, dann machen wir so fertig. Tja, dann muss ich gleich wohl nochmal spielen. Ja, das ging fix. Da habe ich ja richtig verkackt, aber richtig verkackt. Oh mein Gott, ist der schwer. Hoffentlich dauert es nicht zu lange jetzt. Du nur einer! Deine Fähigkeiten verlassen gegen gucken, unsere. Was müssen wir denn hier drücken überhaupt nochmal? Ja, so. Was? Der wird ja einen Scheiß wert ab. Nicht mich kaputt machen! Lass das! Oh, ja, oh, irgendwie gekriegt. Hui! Oh nein! Ohne Ulti! Wie das kam. Wow, das Zusehen. Nein, nein, nicht in den. Oh, nein, nein. Nein, das hat er mich wieder. Das ist so nervig nach Ulti. Jetzt kriegt die KI immer einen Boost, ey. Also, ja, toll. Werfen, oder? Oh, was ist das für ein geiles Ding? Ja, ich hab gewonnen. Geil. Super. Freut mich. Ich glaube, ich habe genug von der Außenwelt. Ja, ich spiele alle Charaktere das erste Mal dann, ne? Also kein Wunder, nie, dass der in Rente ist. Irgendwie getestet oder so. Oder wir müssen Devourer finden. Und das Amulett. Kein dann Tool, los. Nix. Wir sind nicht ewig K.O. Devourer? Und die Erdenreichler? Sie hat das Amulett gestohlen.
verhalf ihnen zur Flucht. Ein Verrat für den Donnergott. Verletzend, Devora. Bereitet die Legionen vor. Wir ziehen ins Erdenreich. Wir holen das Amulett zurück von diesem Teufel Raiden. Wir sind in einem Stück. Niemand scheint uns zu verfolgen. Konntest du herausfinden, wohin Devora wollte? Wir glauben, dass sie zur Blutsee will. Verdammt. Dad? Sie kommt hierher, zu Quan Chi. Es gibt ein geheimes Portal bei der Blutsee. Quan Chi ließ es errichten, als wir die Invasion der Außenwelt vorbereiteten. Klasse. Dad, was machst du? Warum bist du im Unterreich? Wer ist jetzt überfürsorglich? Oh, Kapitel 8 geht gleich los. Und zwar bestimmt Jax, kann ich nur wetten. Das sehen wir im nächsten Video. Danke, wie gesagt, fürs Hören, fürs Zusehen und Zuhören. Dann haben wir im nächsten Video dann ordentlich wieder rauf. Bis dann. Tschüss.